Das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Macht einfach Spaß, erstmal wieder vor Zuschauern zu spielen. Ist immer noch ein bisschen extra Motivation auf jeden Fall in jedem Spiel. Und dann finde ich, lief es heute von Anfang an deutlich flüssiger. Es hat sich richtig gut angefühlt, auch wenn wir ja gefühlt sogar höher geführt haben. Auf der Anzeigetafel waren es dann nur 3 zur Halbzeit, glaube ich. Aber vom Gefühl her war es einfach ein gutes Spiel. Wir kriegen ein paar unnötige Tore, ein paar unglückliche Tore auch, aber insgesamt lief das Angriffsspiel sehr gut. Die Chancenverwertung war deutlich besser als die letzten beiden Spiele und es hat sich, ja, wie schon gesagt, gut angefühlt. Ja, wir wollten schon viel laufen, ganz klar. Wir wussten, dass Köpping nicht viele Alternativen im Rückraum hat durch ein paar Verletzungen, die sie da haben, beziehungsweise Krankheit von Selenovic. Und deshalb wollten wir schon aufs Tempo drücken und Köpping müde machen im Laufe des Spiels. Und das ist, glaube ich, ganz gut aufgegangen. Ja, ich finde eigentlich die ganze Rückraumreihe eigentlich. Niklas hat sehr gut angefangen, hat ein solides Spiel gemacht. Wir hatten Druck eigentlich von allen Positionen. Lukas und Philipp beide gut im Spiel gewesen. Andi dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal richtig gut. Gute Impulse gesetzt. Ich finde, es war eine sehr, sehr geschlossene Mannschaftsleistung heute. Und das macht uns, stimmt uns sehr positiv für Dienstag auch. Ja, also eine Niederlage wäre sicher scheiße gewesen heute. Allein für unser ganzes Selbstvertrauen. Ich hoffe, dass wir den Rückenwind von heute ein bisschen mitnehmen können. Wir haben auch viele Erkenntnisse aus dem Spiel in der letzten Woche gezogen gegen Lissabon, weil man sieht zwar ein paar Videosequenzen vorher, aber wenn man noch nie gegen die Mannschaft gespielt hat, dann weiß man ja nie hundertprozentig, was auf einen zukommt. Und deshalb werden wir unsere Schlüsse ziehen und dann hoffentlich in die nächste Runde einziehen.